Also Thomas Mann beschreibt in seinem Roman eine Gesellschaft, die sich im Wahnsinn befindet. Also es ist eine Gesellschaft, die abgeschotten von der richtigen Gesellschaft existiert. Also eine Gesellschaft, die krank ist auf dem Berg in einem Sanatorium. Und diese Gesellschaft ist auf eine Art vielleicht sogar der wahnsinnige Teil der Gesellschaft oder so, könnte man vielleicht sogar sagen. In diesem Ort leben Leute, die sich auf unterschiedliche Art und Weise krank fühlen oder für krank gehalten werden, vielleicht auch für wahnsinnig. Und ich glaube, er benutzt das als Metapher für die gesamte Zeit eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg, wo die Gesellschaft sich eigentlich immer mehr in so einen Wahnsinn, also die gesamte Gesellschaft eigentlich sich in so einen Wahnsinn reintreibt und nach einer sehr langen Friedenszeit der Krieg ausbricht am Ende des Buches, also der komplette Wahnsinn eigentlich ausbricht. Bei Romanadaption ist es ja so, dass man irgendwie, man muss so eine Übersetzung finden für das Gefühl, was man hat beim Lesen, also weil du kannst ja nicht den ganzen Roman, der Roman ist fast 1000 Seiten lang, das wäre ein sehr langes Theaterstück. Und außerdem ist es auch keine für die Bühne geschriebene Sprache. Das heißt, man findet so eine ganz eigene Form. Erstmal, wir haben schon viele große Veränderungen gemacht. Das eine ist, dass wir eigentlich so diesen Sterbemoment von der Hans-Castorp-Figur an den Anfang gestellt haben, der eigentlich am Ende ist. Also es bleibt zwar offen, ob er stirbt oder nicht, bei uns auf eine Art auch, aber dieser Moment ist eigentlich, also sein letzter Moment ist eigentlich bei uns der erste Moment. Der ganze Abend ist dann eigentlich wie so eine Art Rausch. Man könnte auch sagen, eine Erinnerung, aber das hat mich gar nicht so sehr interessiert. Mehr so wie, als wäre das wie so die Sekunde zwischen dem Leben und dem Tod. Also wie der Tunnel eigentlich oder so auf eine Art. Und dort versuchen wir zu verhandeln. Warum das Leben eigentlich lebenswert ist und was die Gesellschaft, da sind wir dann vielleicht auch nochmal beim Gesellschaft und Wahnsinn, was unsere Gesellschaft eigentlich kann, für einen einzelnen Menschen das Leben lebenswert zu machen und auch für uns, also wir erzählen aus einer extrem privilegierten Perspektive, weil wir das per se tun und weil Thomas Mann das auch getan hat. Also er beschreibt eine sehr privilegierte Gesellschaft. Das ist, würde ich sagen, eine Ähnlichkeit. Etwas, was wir beibehalten haben und was mich auch sehr interessiert hat und was ich auch sehr wichtig finde. Und die Dramaturgie des Romans ist aber eigentlich so, dass er da erstmal ankommt und dann sich da so einfindet und irgendwie dort so auf eine Art Freunde findet, sich dort anfängt zu Hause zu fühlen, sich auch krank zu fühlen. Und diese Krankheit, bei Thomas Mann steht dieses sich krank fühlen und das, die Krankheit sehr stark im Mittelpunkt. Und bei uns würde ich sagen eher der Tod. Also es ist ja schon meine fünfte Arbeit hier und ich finde, also irgendwie erstmal finde ich, braucht dieser Stoff Raum, weil er einfach groß ist und die Halle ist ja groß. Und dann fand ich das irgendwie auch interessant. Also der Roman erzählt von einem jungen Menschen, der irgendwie man könnte es sehr allgemein formuliert vielleicht, aber der schon irgendwie auf der Suche nach dem Sinn seines Lebens ist und da auch immer sehr vielen Leuten so zuhört und halt immer so wie so eine Art Projektionsfläche funktioniert und irgendwie, also auch wenn wir die Figuren teilweise auch haben, auch wenn wir sehr stark eingekürzt haben im Personal natürlich, aber wenn die Figuren bei uns vorkommen, sind es eigentlich auf eine Art alle so kleine Castorps. Und ich arbeite mit einer sehr jungen Gruppe von Leuten zusammen, also wir sind alle höchstens Mitte 30 und irgendwie fand ich das interessant, diesen Stoff zu untersuchen mit so Leuten aus meiner Generation.